Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2. Ja, heute am Samstag um 15 Uhr, nicht um 19 Uhr wie gewohnt. Warum, erkläre ich später im Video noch. Wir fahren Neoplan mal wieder. Und zwar auf einer Karte, die habe ich im OMSI-Forum gefunden. Die nennt sich Waldstadt Finken. Und da fahren wir die Linie 17 von Finken ZOB nach Neu-Aschenfeld. Und ja, vielleicht mal im Vorhinein. Ich habe hier extrem gute Frame-Zahlen auf der Karte. Wir probieren es trotzdem mal aus. Ich hoffe mal, ja, es wird einigermaßen glatt laufen. Wir werden es sehen. So, hüpfen wir mal in den Bus rein. Wir fahren wieder mit Morphe Sound, den es irgendwann mal gab. Ich habe den ja Gott sei Dank noch. Mal schauen, was die Frames so sagen. Ja, es geht. Es geht einigermaßen, aber viel Hoffnung habe ich nicht, dass die hier gut laufen. So, machen wir erstmal an. Licht. Und Wunderlicht. Wir haben übrigens gewittrig, wie ihr sehen könnt. Leider keine Blitze. Ja, ich sag das immer wieder ganz gerne betont. Es gibt ja diesen Gewittermod. Ich würde ja gern wieder mal damit fahren, aber leider funktioniert das ja mit den Kollisionen nicht. Also, lieber Dezio, falls du das siehst, vielleicht kannst du da doch nochmal irgendwas dran machen. Es wäre schon irgendwie cool, wenn man mal bei Gewitter wieder fahren könnte, ja. So, halt, Bremse fehlt noch. So, und da gehen los. Ich habe schon mal geschaut, wo ich hin muss. Ach, und da geht's wieder los mit den Frame-Einbrüchen. Jetzt sind's null. Huch. Ich habe schon mal geschaut, wo ich hin muss. Wir müssen nämlich einmal im Kreis fahren. Einmal rum für die Bumm. So. Weil unsere Starthaltestelle ist nämlich da drüben. Dort drüben. Und zwar direkt gleich ziemlich zu Beginn. Wo müssen wir rein? Da müssen wir rein. Okay. Ansagen haben wir keine. Ich weiß auch gar nicht, ob Ansagen dabei sind. Da muss ich gerade passen. Weil der Bus natürlich nicht OMSI 2 bedingt Ansage kräftig ist, ja. So, machen wir mal gerade hier den Gerät aus, damit ich mal hier gerade das Gerät bedienen kann. So, Route, warte mal, wo war denn hier Linie? Da, Linie 01700. Bestätigen und Ziel 1. Halt, Quatsch, Ziel, was mache ich denn? Route 1. So. Neu-Aschenfeld. Das passt. OMSI, hallo. Hallo, OMSI. OMSI. Ja, genau. Ich sag ja, OMSI spinnt heute. So. Hallo. Hallo. Sie steigen ein, das ist schön. Also wie gesagt, für die Lags kann ich jetzt leider nichts. Das ist irgendwie wahrscheinlich kartenbedingt. Eine Fahrkarte, bitte. Bitteschön. Bitteschön. Ja, und wir fahren natürlich wieder Green Lady, ihr könnt schon sehen. Ja, ich muss unbedingt noch ein paar Repaints erstellen für die anderen Busse, die ich so habe. Ja, damit das irgendwie mal ein bisschen synchroner läuft. Ich mache das jetzt wieder Chakoten. Nein, Spaß. Ich freue mich schon irgendwie. Ist euch mal aufgefallen, ich fahre in letzter Zeit irgendwie ständig so diese MAN-Sparte. Lion City, ja, jetzt Neoplan ist ja eigentlich auch MAN, wenn man so will. Also ich fahre verdammt viel diese Busse. Ich muss ja auch sagen, ich freue mich schon total, wenn neue MAN-Busse rauskommen. Ja? So den Lions Coach oder auch hier, wie heißt dieser andere, dieser NL2X3, der jetzt noch im Bau ist. Also da freue ich mich schon total drauf, mit dem Ding einfach mal hier so rumzugrusen. So, ja, voll ist es jetzt nicht gerade, aber besser als nichts, ne? So, haben wir hier irgendwo eine Uhr? Ach, die ist jetzt auch wieder da oben. Ich muss mal gerade gucken, wie spät haben wir denn? Viertel nach müssen wir los. Ach, ich cheat noch mal ein bisschen vor. Sonst müsst ihr hier ewig mit mir rumsitzen und warten, dass es losgeht. Das ist ja auch irgendwie auch nicht gerade sinnvoll. So, machen wir 50. Mal gucken, ob noch jemand mit will. Noch irgendjemand mit? Hallo? Keiner? No body, kein Körper? Das ist aber doof. Nun gut, dann machen wir zu. Wenn sie nicht wollen, haben sie schon. So, und dann geht's los. Du bleibst bitte stehen und lässt mich raus.
So. Linienverkehr. Okay. Lags, okay. Noch mehr Lags. Ja, ihr hört vielleicht auch, ihr habt es gerade an meinem Grunzen vielleicht bemerkt, ich sollte das auch heute unterlassen. Ich bin nämlich ziemlich dicht, was meine Nase angeht. Und auch meinen Hals. Also sollte ich mal irgendwie husten oder vor mich hinschniefen, das ist dann halt so. Das tut mir dann sorry. Ach, guck mal, es wird grün. Das ist schön. Es wird grün, das ist schön. So. Ja. Samstag. Es ist heute Samstag. Warum kommt Omsi heute um 15 Uhr? Ja, weil eigentlich kommt Omsi ja immer abends bei mir. Also, solltet ihr zumindest festgestellt haben. Ja. Das ist eigentlich daran bedingt wegen ETS und ATS. Hä, was labert der da? Guten Abend. Hallo. Ja, ich erzähle im Prinzip das, was Sache ist, nämlich ab Montag, also jetzt in zwei Tagen, wird bei uns auf den Kanälen unser Konvoi so laufen, beim Carsten ist das schon seit einer Woche so, dass der Konvoi, sei es ATS oder sei es ETS, dann komplett die Woche überläuft. Also, ihr seht dann wirklich von Montag bis Sonntag immer den Konvoi ATS-ETS und zwar im Wechsel. Also, sobald ETS fertig ist, geht es mit ATS weiter und wenn dann ATS fertig ist, geht es wieder mit ETS weiter. Also 15 Uhr könnt ihr euch zukünftig merken, gibt es bei uns immer den Konvoi. Also immer so lange wir wollen, ja. Natürlich kann es irgendwann passieren, dass wir sagen, so, wir hören auf, wir haben die Schnauze voll, aber ich denke mal, so schnell wird das nicht der Fall sein und da wird dann auch hoffentlich immer jemand noch dabei sein, der Chakoti, bei ETS natürlich leider nur, weil der will ja kein ATS. Hashtag Dist Chakoti, ja. nein, Spaß. Oder der Josh oder der Busfanat, ja. Also da gibt es ja diverse Optionen. Und um 19 Uhr wird es bei mir dann natürlich immer weitergehen, was Omsi angeht. Im Wechsel mit The Line natürlich. Am Dienstag. Und ansonsten mit Singleplayer von ETS oder ATS oder der Bus rollt, warum rollt der Bus? Oder Bausimulator. Oder. Ja, also was Simulatoren angeht, sagen wir es mal so. Oh, die war ja doch zu. Ups. Und natürlich ist auch noch ein bisschen mehr geplant jetzt in 2016, was die Let's Plays angeht. Nämlich, ja, wir haben ja noch diverse Sachen vor. Ich will ja jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Ich sag mal so, es gibt ja noch ein paar Spiele, die Multiplayer anbieten, außer ETS und ATS. Die werden wir sicherlich bei Gelegenheit, nochmal ins Auge fassen. Ja, die werdet ihr dann auch sehen. Oder komplett andere Sachen, also ich will mir auch zukünftig gerne nochmal ein paar andere Spiele so im Singleplayer angucken. Vielleicht auch mal im Livestream, ja. Was ich da so persönlich ins Auge gefasst habe, mal gucken, ob ich es wirklich mache, wäre City Skylines. Oder eventuell auch Dying Light. Das weiß ich aber noch nicht, weil das auch wirklich ein 18er Produkt ist, wo ich natürlich dann das Problem habe, dass ich das sperren müsste auf FSK 18 und nicht alle von euch dazu gucken könnten. Ich meine, das ist dann natürlich für euch ein bisschen blöd. The Rise of the Tomb Raider hätte ich jetzt noch neu in der Bibliothek. Das wäre noch eine Option. Da wäre halt meine Bitte an euch, vielleicht, dass ihr auch einfach mal so ein bisschen in die Kommentare schreibt, was ihr denn so gerne noch sehen würdet hier auf dem Kanal. Ja. Und das würde dann wiederum so sein, dass ich das höchstwahrscheinlich, also so ist die Planung, dann immer um 17 Uhr bringe. Oder dass, wenn sowas läuft, dann, oh, da brauchen wir nicht nochmal halten, wenn sowas läuft, dann natürlich eher unregelmäßig um 17 Uhr erscheinen wird. Ja. Also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dass ihr sagt, wir wollen gerne, was weiß ich, was fällt mir denn so ein, hier, Test Drive 1, ja. Nein, ist jetzt nur ein blödes Beispiel. Wollen wir gerne mal beim Andi sehen, dann schreibt das in die Kommentare rein. Und wenn da der Zuspruch da ist und sich ein paar Leute das wünschen, werde ich mir das mit Sicherheit mal anschauen. Beziehungsweise vielleicht sind ja sogar ein paar Sachen dabei, die ich eh in der Bibliothek in Steam liegen habe. Oder vielleicht auch Origin, je nachdem. Und die ich dann
natürlich noch besser für euch Let's Playen kann, weil man muss natürlich auch immer überlegen, wenn ihr Wünsche habt, und ich habe die noch nicht, ich muss mir die ja irgendwie kaufen, ja. Da ist natürlich dann immer die Frage, inwiefern lohnt sich das dann wirklich, ja. Deswegen schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr so gerne sehen würdet, und ich schaue mir das dann dementsprechend mal an und werde euch das dann eventuell auch zeigen. Hallo. Lisa, was machst du da? Mal einen Fahrschein, bitte. Was macht Lisa da an der Tür? Das ist ja komisch. Hallo. Hallo. Einmal mal einen Fahrschein. Bitte. Ja, bitteschön. Lisa, pass auf, ich klemm dir was. Der Arm ist gleich weg. Unglaublich. Ich hätte vielleicht noch die letzte Tür. Wartet mal, die mache ich auch nochmal auf, falls noch einer raus will. So, das muss reichen. Wer jetzt nicht draußen ist, hat Pech gehabt. Huch. Ja, das vielleicht mal zu der 17 Uhr Geschichte. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt noch irgendwelche anderen Ideen für den Kanal habt, ja, irgendwelche Vorschläge, dass ihr sagt, Mensch, Anni, ich habe da noch eine super Idee, was den Kanal angeht. Was hältst du da und davon? Könnt ihr mir natürlich auch jederzeit vorschlagen. Also ich bin da auch wirklich für alles offen. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch eine super Idee, wo ich sage, Mensch, das ist eine gute Idee. Der fährt, das ist ja unglaublich. Ja, genau. Ja, halt die Klappe. Das ist eine gute Idee, das können wir dann vielleicht auch nochmal umsetzen, ja. Ups, da ist gerade ein Auto weggeploppt. Cool. Super Umsetzung. Ja, das vielleicht mal dazu. Und natürlich wird es demnächst von mir auch nochmal, der Julian hat es ja schon gebracht, ich werde das allerdings auch noch tun, einen Livestream geben, also erstmal einen Test-Livestream die nächsten Tage. Und wenn das gut läuft und klappt, ich habe mit OBS halt nicht wirklich viel Erfahrung, dann werde ich natürlich auch ab und zu mal für euch vielleicht angekündigt, vielleicht auch nicht angekündigt, einen Livestream bringen. Ja, also ich muss das wirklich auch erstmal selber austesten, wie das so ist, wie das so läuft. Und je nachdem wird es da für euch dann auch ein bisschen Stoff geben. Ja, das vielleicht mal jetzt so zum Kanal. Vielleicht mal kurz zu der Karte. Bisher bin ich jetzt nicht unbedingt... also ich habe jetzt nicht den Mega-Flash momentan, muss ich ganz ehrlich sagen. Es erinnert mich so ein bisschen an eine andere Karte, die ich von der Performance her auch nicht so sonderlich gut finde. Und von der Gestaltung her. Ich sag jetzt nicht welche. Ich denke mal, die klugen Leute unter euch, ich schätze die meisten eigentlich schon so ein, die wissen, was ich meine. Und was ist das denn? Wo fahren wir denn jetzt hin? Hä? Was ist das denn? Grundorf Bauernhof Version 2 oder was? Hä? Ich muss nur langsam fahren, sonst maulen die gleich wieder da hinten. Jo. Da stand ein Manni. Wenn ein Manni da steht, sollte man auf alle Fälle halten, sonst wird der Manni böse. Guten Tag. Hallo. Hallo. Helga ploppt weg. Noch wer? Nö. Huch. Schwupp. Weg ist sie. Ach, und da drüben läuft sie. Das ist cool. Oma Erna ist seltsam. So. Ja, also ich weiß nicht. Also falls Carsten, falls du das Video hier siehst, ja, ich sag da jetzt ganz bewusst nicht allzu viel zu. Du kannst gerne ja mal in die Kommentare schreiben, wie du die Gestaltung hier so findest, ja. Natürlich auch alle anderen. Lasst einfach mal auf euch wirken. Muss ich jetzt hier zurückfahren? Ist das richtig? Außerdem ist das sehr wellig hier in der Straße, hat man so das Gefühl. Kommt mir vor wie auf der Titanic, ja. Na gut, solange ich nicht versinke. Nee, das ist nicht mein Fahrstil, Leute, das ist die Straße. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. So, da kommt ein Franzose, da muss man aufpassen. Und da laggt's. Super. Wobei momentan geht es zumindest, was die Frames angeht, so einigermaßen. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt weiß ich es wieder nicht mehr. Das ist, wenn man irgendwann graue Haare bekommt, ist das Standard. Ja, man fängt irgendeinen Satz an, ja, wird von irgendwas unterbrochen und vergisst es. Oder
Man hat was im Hinterkopf, hat aber noch ein anderes Thema, erzählt von dem anderen Thema erst noch eine ganze Weile und dann weiß man nicht mehr, was man eigentlich sagen wollte. Das ist halt auch immer ein bisschen kontraproduktiv, aber ist nun mal so, wie es ist. Müssen wir hier rein? Sieht so aus. Naja, kann nichts Wichtiges gewesen sein, sonst, ne? Sonst wüsste ich es, glaube ich, noch. So. Hallo. Ja, mit Train Simulator geht es zum Beispiel auch demnächst irgendwann um 19 Uhr weiter. Den habe ich ja jetzt in den letzten Wochen auch nicht mehr gezeigt. Da ist nichts mehr gedreht, aber da wird es definitiv auch wieder weitere Parts von geben. Ich bin da ja noch ein bisschen am Basteln, was jetzt zum Beispiel die eigenen Aufgaben angeht. Also ich wollte ganz gerne nochmal eine schöne Aufgabe erstellen im Moseltal. Ich finde die Strecke echt super gut gelungen und da ich mir jetzt auch nochmal ein paar Züge besorgt habe, hätte ich dann natürlich dementsprechend auch schöne Züge für. So schöne Rekyu-Züge, ja. Aber ich denke mal, da werde ich dann auch wieder den Carsten mitschleppen, weil der Carsten hat ja, glaube ich, ein bisschen Ahnung von Zügen. Habe ich so das Gefühl. Ja, der Carsten fährt ja auch selber viel TS. Wobei, das müsste euch eigentlich auch aufgefallen sein. Also ich habe schon verhältnismäßig oftmals jetzt jemand dabei. Also früher hieß es ja bei mir auf dem Kanal immer so die Zeiten, wo jetzt auch nichts regelmäßig kam, wo ich immer mal nur so Video rausgehauen habe, hieß es ja auch oftmals Let's Play. Mittlerweile heißen bei mir die Videos ja meistens Let's Play Together. Wag es nicht. Und das hat einfach den Grund, weil ich für mich selber festgestellt habe, ich finde es irgendwie interessanter, wenn man mit mehreren Leuten oder mit zwei Leuten ein Video macht, als wenn man jetzt alleine irgendwo einfach so seine Strecke runterfährt. Und gerade bei ATS ist das natürlich auch, bei OMSI geht das noch, aber bei ATS ist das natürlich auch Schnauze. Ja, ja, ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger, gerade bei einer etwas längeren Fracht vielleicht beim ETS. Und da finde ich es natürlich dann schon schöner, wenn man mit mehreren Leuten ist. Man hat dann auch ein paar mehr Themen, die man immer wieder durchbabbeln kann und ansprechen kann. Also ihr werdet dann natürlich auch bei mir auf dem Kanal in Zukunft deutlich mehr Let's Play Together sehen. Das ist einfach so, ja. Ich kann mich auch erinnern, es gab so Zeiten, da hieß es dann, ach Andi, fahr doch alleine und warum nimmst du Julian mit und keine Ahnung, aber ich habe mich da echt zu dran gewöhnt und ich finde es eigentlich auch witziger, ja. Und das ist irgendwie hier gerade ein bisschen unübersichtlich. Willst du da? Er will da rein, das ist schön. So, ich riskiere es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, diese Gestaltung. Es ist, naja, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr die Gestaltung findet. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr nochmal die Karte sehen wollt vielleicht auch. Ist ja auch mal ganz interessant zu wissen. Oder wenn es eine Karte gibt, wo ihr sagt, fahr lieber die und die Karte, ja. Oder ihr sagt hier, Andi, bevor du jetzt hier Waldheim-Finken fährst, fahr doch vielleicht lieber Gladbeck oder X10 oder so. Also ich gehe da auch gerne drauf ein. Ihr müsst mir das halt nur sagen. Auch diese Lags. Das ist ein Zustand. Da sollst du unfallfrei fahren. Ich hoffe mal, dass das klappt. So, bin mal gespannt, ob das wenigstens mit dem Fahrplan hinhaut, mit der halben Stunde. Das wäre ja ganz schön, weil ich schon ganz gerne zwei Parts draus machen möchte, dass ihr auch am Sonntag noch was bekommt. Aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwie hin. So. Notfalls tue ich dann bei Part 2 hinten nochmal so einen 10-minütigen Musikclip dranhängen, wo ich selber singe. Nein, natürlich nicht, keine Sorge. So. Schwupp. Es kam ja zum Beispiel auch schon mal ein, zwei Mal ein Kommentar, warum machst du die Videos so kurz? Das hat natürlich auch einfach den Grund, da habt ihr jeden Tag Unterhaltung. Ihr habt nicht so lange Videos, die wirklich, ja, sonst geht's euch gut, oder? Die wirklich, was weiß ich, eine halbe Stunde gehen. Weil oftmals ist es dann auch so, man will zwischendurch nur mal was schauen und hat dann nicht die Muse, wirklich sich eine halbe Stunde hinzusetzen und irgendwas zu schauen. Und so bekommt ihr dann auch wirklich jeden Tag irgendwo ein Video, weil Viertelstunde Aufnahme kann man gut verteilen. Und ja, so gesehen hat man bei einer einstündigen Aufnahme dann natürlich auch schon direkt vier Parts, ne? So sehe ich das. So, weiter geht's. Also das scheint hier wirklich reine Altstadt zu sein.
Ich meine, ich frage das ja immer mal, ich frage es einfach mal wieder. Es sind ja jetzt ein paar Busse noch im Bau. Auf was freut ihr euch eigentlich so am meisten? Würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe das ja anfangs, glaube ich, erwähnt. Also den MAN, da freue ich mich jetzt doch schon drauf. Natürlich den Citaro von Helvete. Oder Helveti? Ja, ich sage ja eigentlich immer Helviti, aber irgendjemand hat mir, glaube ich, mal gesagt, der heißt nicht so, der heißt Helvete. Natürlich auch den nächsten Perutinus-Bus, was es auch immer sein mag. Was gibt's noch? Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich jetzt irgendeinen Bus vergessen, der noch angekündigt ist? Ja, von Coyote-Busse natürlich, wobei ich habe da ja momentan jetzt nicht so die Hoffnung, dass die in nächster Zeit kommen werden. Hallo. Das sind ja viele angekündigt, aber auch seit geraumer Zeit. Ich weiß nicht so recht. Und ansonsten fällt mir jetzt auch nicht wirklich irgendein Bus ein. Ja. Ich meine, vielleicht habe ich ja selber auch noch bald einen neuen im Bau. Kann ja auch sein. Ich meine, der DX ist ja schon relativ weit. Ja. So viel kann man schon mal sagen. Der ist schon relativ weit. Ich hoffe auch mal, dass das jetzt nicht mehr allzu lange dauern wird. Wie es denn aussieht, weiß ich letztlich nicht. Auch um sie weiß ich letztlich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es sich dann doch noch mal länger verzögert, als man denkt. Aber ich bin eigentlich guter Dinge. Ja. Der Julian hat das Ding im Moment zum Skripten. Und ja, dann muss ich natürlich noch ein paar Sachen ändern und korrigieren und hinzufügen, die jetzt noch fehlen. Und Lightmaps und bla. Aber dann ist der eigentlich soweit auch fertig. Und dann schauen wir mal, ob ich mich dann hinsetze und sage, ich baue nochmal einen Bus oder ich konvertiere nochmal einen Bus. Wobei, einen Konvert werde ich wahrscheinlich nicht machen, wenn dann einen Neubau. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, einfach nur mal so spaßhalber. Schreibt da einfach mal unter das Video, was ihr euch so für einen Bus wünschen würdet. Falls ihr sagt, ach Andi, du kannst das eigentlich ganz gut mit den Bussen. Bau uns doch mal das und jenes. Ja, machen wir doch einfach mal so einen kleinen lustigen Challenge, ja. Also ihr schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr gerne so für einen Bus gebaut haben würdet, ja. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich das tun werde. Mich interessiert das halt einfach mal. So. Ja. Es ist echt sehr gewöhnungsbedürftig, hier ständig diesen Knopf für die hinterste Tür zu drücken. Schüler, bitte. Ja, natürlich doch. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum du jetzt noch eine Schülerkarte willst um die Uhrzeit, aber bitteschön, ich bin ja nicht so. So, hier wieder. Huch, da kommt ja Manni noch. Hoppala. Danke. Bitteschön. So. Hallo? Was ist jetzt los? Gibt da noch Geld? Nö. Ach, ihr steht da einfach nochmal wieder so rein. Provokativ in der Tür. Ich verstehe. Ach, der Bus rollt. Das ist schön. So. Könnt jetzt die Tür zugehen? Das wäre sehr nett. Dankeschön. Ja, ja, die Haltestellenproblematik. Oder besser gesagt, die... Ja, super, jetzt habe ich es eingelegt. Die Haltestellenbremsenproblematik. Nee, warum fährt er denn jetzt wieder nicht? Doch, jetzt fährt er. Jetzt fährt er. Nee, er fährt immer noch nicht richtig. Warum fährt er denn nicht richtig? Was ist denn jetzt los? Hänge ich irgendwo fest? Nö. Ah! Trabi. So. Komm, jetzt aber. Ah ja, ich hätte vielleicht mehr Gas geben sollen. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Leute, ihr steht da echt extrem gut. Ich sehe gerade gar nichts. Ich sehe die Straße nicht. Wir fahren einfach. Wir fahren einfach. Sei es drum. Sei es drum oder scheiß drauf, wie man auch immer sagen möchte. Das eine ist ordinär, das andere nicht. So. Heieiei. Ja doch, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Hoppala. Passiert, wenn man sich umschaut. Was kommt da? Was ist das denn? Wah! Um Himmels Willen. Was ist das? Tennisplatz? Nee, was soll denn das sein? Was ist das? Zäune? Wartet mal, das muss ich mir mal... Das muss ich mir jetzt doch mal gerade anschauen. Mal Warnblinker anmachen. Was ist denn das hier drüben? Ach, das ist Wasser! Das sah gerade aus wie ein Tennisplatz. Okay, da drüben beginnt das Meer. Also wenn jemand raus will schwimmen gehen oder so, sagt Bescheid. Warum ist hier kein Pfeil? Muss ich da halten? Muss ich hier halten? Ja, ich muss hier halten. Okay, dann halte ich. Wir wollen ja nicht, Hallo. Dass die Damen und Herren meckern, dass ich einfach weiterfahre. So.
Ich wollte ja ursprünglich wirklich mit dem Line City GORN fahren. Nur irgendwie hat der Bus das Problem bei mir, dass da das Heck ständig wegfliegt. Insofern ist es jetzt natürlich der Neoplan geworden. Ich muss mich mal mit dem Chikoten beraten. Vielleicht weiß der, woran das liegt. Dass das Heck ständig so ausschmiert, ja. Weil ich finde den Bus eigentlich ganz schön. Der hat diesen E-Box-Drucker drin, wie ich den auch selber hier aus Fulda kenne. Deswegen würde ich den ja schon ganz gerne mal fahren. Oder auch den Bus vielleicht mal so editieren, dass, oder anders gesagt, den Drucker mal so editieren, dass der vielleicht auch mal im Solo-Bus ist oder so. Aber das ist halt wieder so ein bisschen mehr Arbeit und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Das ist das Problem. So, da sind schon wieder an der nächsten. Naja, mal gucken, was der Chikoten sagt. Hören wir einfach mal. Leute, geht doch mal da aus der Tür raus. Ich sehe immer weniger. Also da muss man sagen, da hat aber auch hier wirklich der Mensch, der den Bus so erstellt hat, irgendwie mit den Faden ein bisschen Schandluder betrieben. Also ich würde da vorne jetzt nicht unbedingt Leute hinstellen wollen. Das ist ein bisschen seltsam. So, nun gut. Weiter geht's. Wir sind ja jetzt schon ein paar Mal knapp an einem Unfall vorbeigerasselt. Ist euch das mal aufgefallen? Das bemerke ich gerade so. Oh gut. Tüt. Es dürfte jetzt eigentlich auch gar nicht mehr allzu weit sein. Denke ich mal, weil... Oh, holla. Wer baut denn da so eine Rille in die Straße? Man hat sie noch gesehen, aber sehr spät. Ah, verdammter Husten. Straußenweg. Oder Straubenweg? Straußenweg, glaube ich. Das ist aber ganz gut, so dass wir halten. Dann kann ich gerade mal kurz meine Stimme etwas mit Wasser versorgen. Weil Pappmaul und Halskratzen und Schnupfen und so. So. Schwupp. Letzte Tür und weiter geht's. Muss ich mal schauen. Oh, der kommt aber, der hat's aber eilig. Also, ne? Hier. Oh, mir schwand Böses. Bitte kein Gegenverkehr, Dankeschön. Immer diese engen Ecken. Oh, und da fängt der Husten an. Ich hoffe wirklich, dass wir gleich da sind. Also nicht, weil es keinen Spaß macht, sondern einfach, weil... Weil mich der Husten gerade etwas reizt. Und es leckt weiter.